Hallo Retro-Freunde, hallo Masters of the Universe-Fans. Das lange Warten hat ein Ende. Netflix hat die neuen 5 Folgen der Masters of the Universe Revelation-Serie online gestellt. Folgen 6 bis 10, damit ist diese Staffel oder die Serie abgeschlossen, man weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall möchte ich euch, wie auch bei den ersten 5 Folgen, einen kurzen Einblick in meine Gedankenwelt geben, was ich von diesen 5 Folgen halte. Natürlich wie immer spoilerfrei, also bleibt dran! Ja Leute, ich hatte ja auch schon ein Review, ein spoilerfreies Review zu den Folgen 1 bis 5 abgegeben. Das habe ich genauso gemacht, wie ich es jetzt mache. Ich habe mir die Folgen angeschaut und mich dann direkt vor die Kamera gesetzt, um euch meine Meinung, meine Gefühle nach der Erstsichtung zu präsentieren. Ich möchte nicht 1, 2, 3 Tage drüber schlafen, sondern ich möchte euch jetzt in diesem Moment genau mitteilen, wie ich Folgen 6 bis 10 finde oder gefunden habe. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Wie gesagt, es wird keine Spoiler geben und es wird nur meine eigene Meinung sein. Die kann sich mit jedem von euch da draußen natürlich unterscheiden oder unterschiedlich sein. Ja, ich möchte euch nur mitteilen, wie ich es halt finde. Und ich kann sagen, ich finde diese 5 Folgen, die Folgen 6 bis 10, großartig. Ich finde sie besser wie Folgen 1 bis 5, wenn ich es mir gesamt anschaue. Ja. Wenn ihr mein Video von den Folgen 1 bis 5 gesehen habt, wenn nicht, blende ich es auch nochmal ein. Ich war etwas zwiegespalten. Man wusste ja nicht so hundertprozentig, was einen erwartet. Ja, es gab viele Spoiler am Anfang, sag ich mal. Ja, es gab den Trailer, der halt eventuell auch falsche Erwartungen bei mir geweckt hatte. Jetzt ist es was komplett anderes. Ja, ich wusste, worauf ich mich einstelle, auf oder einstellen kann. Und ich wurde, ja, wie soll ich sagen, ich wurde positiv überrascht. Ja, Folge 6 fängt an, da habe ich kurz überlegt, ob ich im falschen Film bin oder ob die FSK nicht zugeschaut hat. Ich fand es richtig krass. Ich fand die Folge richtig, richtig krass. Ja, ich fand von den Folgen 1 bis 5 die Folge 1 auch mit am besten, weil es halt so eine typische Nostalgiefolge war. Von den neuen Folgen, die Folge 6, man steigt direkt ein und wie gesagt, ich dachte hier und da mal, ich bin im falschen Film. Echt klasse gemacht, richtig klasse gemacht. Die ganze weitere Serie, dieser ganze Handlungsstrang, ja, ist richtig toll, ist richtig klasse. Man kann diese Folgen einfach komplett durchgucken. Es wird keinen Moment langweilig. Das finde ich super, super toll. Es werden, ja, die Charaktere bekommen eine Tiefe in dieser Serie. Zum Beispiel King Randor und Marlena zum Beispiel, ja, die Beweggründe, die Hintergründe, was alles passiert ist seit den ersten 5 Folgen oder seit He-Mans Verschwinden, nenne ich es mal, ja, wie die Leute darauf reagiert haben, es ist Wahnsinn. Ich finde es richtig toll. Kevin Smith, finde ich, hat hier einen richtig guten Job gemacht. Es werden auch weitere Charaktere eingeführt, ja, die in den ersten 5 Folgen noch nicht zu sehen waren. Es kommen welche wieder, die in den ersten 5 Folgen drin waren. Es kommen Figuren wieder, oder es sind Anspielungen wieder auf die Vintage Toys, auf den Masters of the Universe Film. Da hat mich eine Sache ganz besonders gefreut, die ich aber jetzt, wie gesagt, nicht spoilern möchte. Mal gucken, ob ihr es auch seht. Dann schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr denkt, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr die Folgen gesehen habt, natürlich. Ja, also es ist ein Haufen, ja, Potenzial, für Mattel, um neue Figuren rauszubringen, um Varianten rauszubringen. Ich glaube, es weiß noch keiner, ob es eine zweite Staffel geben wird oder ob mit diesen 10 Folgen, ob es halt fertig ist. Ich hoffe, dass Mattel noch ganz viele Figuren rausbringt, weil sie haben jetzt allein in diesen 5 Folgen Dutzende von Figuren, die ich eigentlich gerne sehen würde. Wie gesagt, auch hier verrate ich nicht, wer es ist, aber es gibt sie. Ja, in den ersten 5 Folgen hat mir Evelyn zum Beispiel am besten gefallen. Das ist hier eigentlich durchgängig auch wieder der Fall. Dieser Charakter ist so stark, ist so klasse, ja, ist so präsent in jeder Folge oder in jeder Szene, wo sie mitspielt. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, was Teela angeht, da haben sich ja viele oder ein Großteil mokiert drüber, wie Teela die ersten 5 Folgen quasi an sich gerissen hat, dass es Teelas Story war, ja, dass He-Man nicht zu sehen war. Jetzt gab es ja den Trailer zur 2. Staffel auch schon 1, 2, 3 Wochen vorher, bevor die Folgen jetzt rausgekommen sind. Ja, da war He-Man zu sehen, ja, da war noch eine andere Reinkarnation von He-Man zu sehen, wenn ihr wisst, was ich meine.
ihr seht, ich spoiler auch nicht über den Trailer. Ja, also He-Man hat hier Screentime. Ja, wie viel es sein wird, ja, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, wenn ihr die 5 Folgen jetzt noch nicht gesehen habt, Folgen 6 bis 10, ich werde es nicht verraten, auf jeden Fall, er ist dabei, es sind alte Bekannte wieder mit dabei, die Serie oder die Staffel, wie immer man es nennen mag, hat einen tollen, tollen Abschluss, ja, vor allem Leute, bleibt bis zum Ende dran, guckt euch bis zum Ende die letzte Sekunde der Folge an, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich fand's klasse und ja, mehr möchte ich gar nicht sagen. Wie gesagt, ich habe die Serie jetzt gerade zu Ende geschaut und das sind so meine ersten Eindrücke. Ich find's toll und ich werde sie mir mit Sicherheit wieder anschauen. Ja, und wenn ihr die Serie gesehen habt, ja, wenn ihr sie fertig geschaut habt, dann lasst's mich doch mal wissen. Ja, gefallen euch Folgen 1 bis 5 besser oder Folgen 6 bis 10 besser? Schreibt's in die Kommentare. Ja, gefällt's euch gar nicht? Auch das interessiert mich natürlich. Natürlich halt auch der Grund, wieso gefällt es euch nicht, ja, oder wieso findet ihr es denn super? Alles das interessiert mich. Ich beantworte jeden Kommentar, wie immer, wie es ihr von mir, wie es von mir gewohnt seid. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen der Serie, beim Anschauen der neuen 5 Folgen. Habt Fun, genießt es. He-Man ist wieder da. Macht's gut, euer Retro-Rauner.